Weißt du, dass Vater uns verstoßen hat, das lässt mich nicht kalt. Auch wenn es so aussehen mag. Ich glaube, ich wollte es einfach nur nicht wahrhaben. Und ich merke jetzt erst wirklich, wie sehr es mich kränkt. Erinnerst du dich daran, als wir uns entschieden haben, nach Schalajan zu reisen? Raha sagte, unser Vater habe so reagiert, weil der Rat der Philosophen etwas vor uns verheimlichen will. Ich denke, er hat recht. Klar, wir sind eine Familie von Dickköpfen und Vater hat sich oft mit Großvater gestritten. Aber es sieht ihm einfach nicht ähnlich, uns der Blutgier zu bezichtigen oder uns gar zu enterben. Wie dem auch sei, als er uns dann fragte, ob der Krieg all die Opfer wert sei, hat es mir erst recht die Sprache verschlagen. Alfino hat es in einen tiefen Gewissenskonflikt gestürzt. Aber ich glaube keine Sekunde daran, dass wir auf der falschen Seite der Geschichte stehen. Deshalb war ich auch so sauer. So verletzt. Nach dem Treffen in Pridania wurde mir auch schmerzlich bewusst, dass ich selbst ziemlich stur und selbstgerecht bin. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wenn ich damals nur gesagt hätte, was mir auf dem Herzen liegt, hätte es vielleicht gar nicht so weit kommen müssen. Stattdessen habe ich vor Zorn die Zähne nicht auseinandergekriegt. Die sind bestimmt zum Labyrinthus unterwegs. Ah, das Labyrinthus liegt direkt unter dieser Insel hier. Schalajan ist der Ort, an dem das Wissen der Welt gesammelt wird, richtig? Das heißt aber nicht, dass sich dieses Wissen nur auf Schriftrollen in staubigen Bibliotheken beschränkt. Es werden auch Tiere, Pflanzen und andere Lebewesen studiert. Alles, was kreucht und fleucht, wird gezüchtet, katalogisiert und analysiert. Und das alles passiert im Labyrinthus. Das da eben war allerdings eine erstaunlich große Ladung. Als ich hier noch gelebt habe, war sowas ein seltener Anblick. Dabei fällt mir ein, hattest du nicht auch etwas davon gesagt, dass sich die Lieferungen seit kurzem häufen? Und die Glauber, die das Labyrinthus beliefern, arbeiten für gewöhnlich nur mit Genehmigung des Rates. Moment mal. Was wäre, wenn es gleichzeitig mit dem Auftreten der Teleforoi begonnen hat? Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang und die Antworten auf unsere Fragen liegen im Labyrinthus. Thank you.
Tief unter der Stadt der Gelehrten erhält eine künstliche Sonne ein gewaltiges Himmelszelt. Zu allen Zeiten gab es jene, die die gewaltigen Gewölbe einem erweiterten Bücherregal gleich als Lagerstätte für ihre Studienobjekte nutzten. Ist der Platz einmal aufgebraucht, bringt das Labyrinthos schlicht einen weiteren leeren Raum hervor, der gefüllt werden kann. Der Ort schien an sein Schicksal als endloses Lager gebunden, bis sich eines Tages alles änderte. Und so stapelt sich hier Wissen über Wissen. Was sich das Labyrinth einmal einverleibt hat, bleibt für immer verborgen. Was? Es sieht natürlich aus, aber tatsächlich wurde alles künstlich erschaffen. Wir befinden uns tief unter Schalayan. Alles vom säuselnden Wind bis zum plätschernden Wasser ist dem Geiste der Schalayaner entsprungen. Schalayan selbst ist eine Vulkaninsel, musst du wissen. Dieser Hohlraum hier war einst eine gigantische Magmakammer. Sie wurde vor ungefähr 400 Jahren entdeckt und zur Lagerung von Material und Kultivierung von Forschungsobjekten verwendet. Die unteren Ebenen der Grotte werden auch heute noch stetig ausgebaut. Sag mal, das da unten sind doch Klauber, oder nicht? Sieht ganz so aus, Schwesterherz. Ich dachte immer, sie arbeiten alleine, aber das sind mehr, als ich erwartet hätte. Unsere Vermutungen scheinen sich zu bestätigen. Da ist irgendwas im Gange. Kommt, teilen wir uns auf und fühlen ihn auf den Zahn. Gerade etwas gesagt? Möglicherweise ist mir die Fahrt nach unten schlecht bekommen. Naja, was auch immer es war, es ist vorbei. Komm, schauen wir, was wir in Erfahrung bringen können. Thank you.
It's in you. How can you be running? How can you be running? It's in you. It's in you. We'll be right back.
Thank you.
gar nicht schlecht. Du hast offensichtlich Talent. Warte einen Moment, ich versorge noch schnell unseren Freund hier. Hier bist du. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Du hast also diesem Klauber von vorhin dabei geholfen, einen Hornraben zu fangen? Ich verstehe ja, dass Lebewesen aus der Außenwelt ins Labyrinthus geschafft werden. Aber wo liegt der Sinn darin, Tiere zu fangen, die ohnehin schon hier leben? Das ist keineswegs ungewöhnlich. Es kommt durchaus vor, dass wir Tiere und Pflanzen nach ihrer Erforschung wieder auswildern, wenn sie in dieser Umgebung schwer zu halten sind. Aber wir können sie nicht einfach so in die Freiheit entlassen. Es ist die Aufgabe der Klauber, diese Kreaturen in ihren gewohnten Lebensraum zu überführen. In diesem Fall liegt die Sache allerdings etwas anders. Wir siedeln die Hornraben in die Tiefe um. Zu den unteren Ebenen des Labyrinthos haben nur ausgewählte Forscher Zutritt, die vom Rat der Philosophen bestimmt wurden. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, werden dort unten Wissen und Technologien aufbewahrt, inklusive verbotener Magie. Allerdings darf nichts davon je an die Außenwelt dringen. Selbst wir Exegeten kennen die eigentliche Wahrheit nicht. Die Forscher, die dort arbeiten, sind in einer speziellen Einrichtung untergebracht. Die Sicherheitsvorkehrungen sind so streng, dass die Forscher die Stadt im Prinzip nicht verlassen dürfen. Aber was will man an einem solchen Ort mit einem Hornraben? Die sind doch keine Seltenheit. Tja, es ist nicht so, als ob der Rat der Philosophen jemandem wie mir erklären würde, was sie mit den Sachen machen, die wir liefern. Aber von den Auftragslisten zu urteilen, die man uns zur Abarbeitung überreicht, handelt es sich dabei nicht gerade um Spitzenforschung. So viel kann ich sagen. Sieht für mich eher danach aus, als wolle man auf den Südkontinent übersiedeln. Wie bitte? Nun ja, wir liefern zurzeit hauptsächlich Tiere und Pflanzen, die eine hervorragende Nahrungsgrundlage bieten würden. Außerdem sind es allesamt sehr robuste und anpassungsfähige Arten, die auch in unwirtlichen Umgebungen überleben können. Dazu gesellen sich dann noch solche, die sich positiv auf die Boden- und Wasserqualität auswirken. Du hast recht. Das klingt ganz danach, als wolle man irgendwohin übersiedeln. Letzten Endes ist das alles nur Spekulation. Schließlich sehen wir Klauber nur einen kleinen Ausschnitt von dem, was hier vor sich geht. Es könnte auch was ganz anderes sein. Der Transport ist unser Metier. Der Schutz des Wissens, ob groß, ob klein, soll unser Geschenk an die Zukunft sein. Tut mir leid, dass ich mich nicht mehr für deine Hilfe erkenntlich zeigen kann. Aber ich muss jetzt wirklich wieder los. Die Arbeit ruht nie.
Eine Sache noch. Wie der Zufall so will, suchen wir nach einem Weg in die tiefere Ebene. Könntest du uns da nicht mitnehmen? Also, wenn du schon dorthin unterwegs bist. Nein, tut mir wirklich leid. Das wird nicht gehen. Die Exemplare werden nach der Lieferung mit einem Fahrstuhl transportiert. Ich muss zwar persönlich runter, um den Papierkram für die Ladung zu machen, aber ihr werdet kaum als Träger durchgehen, wenn es nichts zu tragen gibt. Schade. Ein Versuch war's wert. Wenn ihr gut in Form seid, gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Seht ihr den Weg dort? Der führt zu Stollen 33. Dort wird Material zur Erweiterung des Labyrinthos gewonnen. Es ist zwar nicht die sicherste Passage, aber man kann sie nutzen, um zum Medialzirkel zu gelangen. Von diesem Stollen habe ich noch nie gehört. Danke, das hilft uns wirklich sehr weiter. Nichts zu danken. Aber denkt daran, ihr handelt auf eigene Verantwortung. Wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid, solltet ihr euch lieber einen anderen Weg suchen. Viel Glück! Ein Weg ist ein Weg und momentan sehe ich keine Alternativen. Also nehmen wir diesen Stollen doch mal unter die Lupe. Thank you.
Faszinierend, nicht wahr? Aber sie sind nicht nur schön anzusehen. Die Blumen können auch direkt in unsere Seele blicken. Wir nennen sie Herzblüten. Du hältst mich wahrscheinlich für einen Spinner, aber es ist wahr. Im Moment ist sie aschgrau. Vielleicht fühlt sie den Stress der Arbeiter um sie herum. Alle sind wegen der plötzlichen Flut an Aufgaben furchtbar gehetzt, musst du wissen. Wenn man guter Dinge ist, dann erstrahlen die Blüten in leuchtenden Farben. Es ist wunderschön. Ist man aber verstimmt, dann werden sie dunkel und, naja, du siehst ja selbst. Was genau hinter diesem Phänomen steckt, das wissen nicht einmal die führenden Botaniker Schalajans.
Aber das ist bei Weitem nicht das einzige Rätsel, was sich um diese Pflanze rankt. Sie sind zum Beispiel sehr langlebig, aber vermehren sich dafür nur langsam. In der Natur sind sie deshalb kaum zu finden. Wir würden ja gerne ihre Verbreitung aufzeichnen, aber sie sind so selten, dass wir nicht einmal wissen, wo ihr natürliches Habitat ist. Überhaupt haben wir bisher nur wenige getroffen, die von ihrer Existenz wussten. Aber alle hatten sie eine andere Bezeichnung für sie. Selbst ihren wirklichen Namen kennen wir also nicht. Diese Pflanze ist so faszinierend, dass mein Botanikerherz geradezu danach schreit, sie eingehend zu erforschen. Aber momentan sind wir alle zum Transport abkommandiert. Ach, dabei fällt mir ein, dass ich noch was erledigen muss. Hatte der Ruger denen etwas Interessantes zu erzählen? Eine Blume, die Gefühle wahrnehmen kann? Davon habe ich tatsächlich noch nie gehört. Faszinierend. Das ist ja alles ganz spannend. Aber es bringt uns nicht in der Frage weiter, was der Rat der Philosophen zu verbergen hat. Wir stehen mit leeren Händen da. Stimmt schon. Ehrendils Vermutung, dass man Nahrungsmittel hortet, scheint sich zu bestätigen, wenn man die Aktivitäten hier betrachtet. Aber selbst die Klauber schienen nicht zu wissen, welcher Plan dahinter steckt. Ach, wenn wir doch nur die Ratsmitglieder selbst fragen könnten. Sag mal, das ist doch der Eingang zum Archäon. Und wenn mich meine Augen nicht täuschen, dann ist das unser Freund Ehrenwill. Schwer zu sagen, aber es sieht so aus. Er meinte ja, er müsse runter, um noch Papierkram zu erledigen. Hat er nicht auch erwähnt, dass er auf Anweisung des Rats arbeitet? Folglich müsste er seine Berichte doch bei einem Ratsmitglied abliefern. Oder jedenfalls jemandem, der mit einer solchen Person in Verbindung steht. Du willst ihn doch nicht etwa belauschen gehen? Nicht doch, Alfino. Ich will mir nur ein wenig die Beine vertreten. Und keine Sorge, Ehrenwill wird keine Schuld treffen. Wenn dir das zu heikel ist, kann ich mich auch alleine umsehen. Schon gut. Ich will selbst herausfinden, was Vater zu verbergen hat. Und mir ist klar, dass er es nicht freiwillig preisgeben wird. Falls wir etwas hören sollten, was uns nichts angeht, können wir uns immer noch aufrichtig entschuldigen. Aber wir brauchen jetzt alle Informationen, die wir kriegen können. Seien sie noch so belanglos. Sonst finden wir nie heraus, was wo es sich geht. Ich hoffe, du bist auch dabei. Und viele? Ja, sicher. Klingt gut. Schön, dass du das auch so siehst. Ehrenwill scheint sich auf den Weg machen zu wollen. Schnell zum Eingang, bevor er weg ist.
Hier dein Lohn für die letzte Lieferung. Du bist sehr zuverlässig. Der Rat weiß deinen Fleiß zu schätzen. Verzeih die Eile, aber ich hätte da auch bereits den nächsten Auftrag für dich. Ich hoffe, ich kann wieder auf deine Unterstützung zählen. Das ist wieder eine ganze Menge. Verzeiht die Nachfrage, aber was hat es mit diesen sonderbaren Aufträgen auf sich? Ich und meine Kollegen arbeiten sich Tag und Nacht die Knochen wund. Und das ohne Erklärung. Mit Verlaub, wir sind keine einfachen Handlanger. Wir sind hochspezialisierte Bürger, wie ihr selbst. Könnt ihr uns nicht zumindest erklären, wozu die ganze Arbeit dient? Charlayan wurde eine immens wichtige Aufgabe anvertraut, der wir schon seit langer Zeit gewissenhaft nachgehen. Und dieser Tage, in denen der Weltuntergang in aller Munde ist, müssen wir diese Aufgabe gewissenhafter verfolgen denn je. Das ist alles, was ich dir dazu sagen kann. Doch ich versichere dir, dass schon bald all deine Fragen beantwortet werden. Bis dahin hofft der Rat zum Wohle aller auf deine uneingeschränkte Unterstützung bei der Erfüllung unserer Pflicht. Also gut, ich werde weiter eure Aufträge erfüllen. Vorerst. Aber der Rat sollte sich nicht zu lange Zeit lassen, bis er die Karten offen auf den Tisch legt. Sonst könnte er sich bald mit einem Streik der Klauber konfrontiert sehen. Ich verstehe deinen Unmut. Sei versichert, dass sich bald schon alles erklären wird. Ich hoffe, ihr habt gehört, was ihr hören wolltet. Damit habe ich dann wohl meine Schuld an euch beglichen. Ich mag nicht in allem mit dem Rat übereinstimmen. Aber ich gehe davon aus, dass er im besten Interesse Charlayans handelt. Trotzdem bin ich froh, dass jemand versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. So wie ich das sehe, sitzen wir alle im gleichen Boot. Und wenn wir nicht zusammenarbeiten, dann gehen wir gemeinsam unter. Sag mal, wie hast du uns eigentlich erkannt? Das nächste Mal solltet ihr die Tiere vorher etwas genauer beobachten. So verhalten sich keine Frösche.
Blume für dich. Ich habe sie ein wenig verzaubert. Die Blüte wird nur nicht so schnell verblühen. Sie hat mich darum gebeten und meinte, du würdest die Blume auf deinen Reisen noch brauchen. Sie wird nun für einen Moment meinen Platz einnehmen. Ich weiß jedoch nicht, ob es so gut klappt wie bei Minfilia. Danke. Verzeih diese ungewohnten Umstände. Und sei unbesorgt. Ich werde diesem Kind ihren Körper schon bald wieder zurückgeben. So wie ich die erste Splitterwelt nicht allein vor der Lichtflut erretten konnte, so fällt es mir nun gleichermaßen schwer, meinen Willen ohne Beihilfe in der physischen Welt zu In der geisterhaften Erscheinung, in der ich dir auf dem Schiff begegnete, hätte ich es nicht einmal vermocht, diese Blume zu verzaubern. Einzig im Sternengrund, dem Ort, an den alles Leben zurückkehrt, verbleiben meine Kräfte ungebrochen. Auch die Seele Menfilias, die ihr Leben für den ersten Splitter gab, ist nun in den Sternengrund zurückgekehrt. Dem Ort des Ursprungs. Ich wollte, dass dieses liebliche Kind in Frieden ruhen kann. Es gibt da noch eine andere Seele. Ob du sie erreichen wirst, hängt allein von dir ab. Nimm diese Blume und schreite voran. Zu dem Ort, nach dem du dich sehnst. Voller Hoffnung und Zuversicht. Sie soll dein Wegweiser sein und dir Einblick in die Herzen anderer gewähren. Suche in der dunkelsten Stunde nach der Freude. Nur jene, die in die Fratze der Verzweiflung gestarrt haben, durch Kummer und Leid gewartet sind und doch immer weiter vorangeschritten sind, nur jene finden das wahre Licht in sich. Du und deine Freunde müsst das Leuchtfeuer in der Finsternis sein. Ihre Zeit war wohl um. Ihr Bewusstsein hat sich wieder zurückgezogen. Entschuldige, das muss dich ziemlich erschreckt haben. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass jemand an meinem Geist zupft, seitdem wir das Labyrinthos betreten haben. Aber es war so schwach, dass ich es selbst mit meiner Gabe kaum wahrnehmen konnte. Als ich endlich begriffen hatte, dass Heidelin mich ruft, war ich ganz erschrocken. Da wir jede Hilfe gebrauchen können, habe ich eingewilligt und mich ihr geöffnet. Ich habe noch nicht alles begriffen, was sie gesagt hat. Aber diese Blume ist von großer Bedeutung. Sie nannte sie deinen Wegweiser. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Ein Schritt nach dem anderen. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben überhaupt nichts getan. Ratsmitglied Fourchenot? Und in Begleitung weiterer Ratsmitglieder?
scheint, als hätten wir sie erfolgreich aufgescheucht. Die werteste Krile Baldesion höchst selbst. Uns ist herangetragen worden, dass ihr eure Organisation als Vorwand genutzt habt, um dem Bund der Morgenröte Zutritt nach Schalayan zu verschaffen. Der Rat ist bereits umfassend informiert. Die wichtigsten Institutionen waren vorgewarnt, aber es war ein pflichtbewusster Mitarbeiter des Archäons, der uns auf eure Aktivitäten hingewiesen hat. Man berichtete, dass verdächtige Personen unter dem Deckmantel von Baldesions Gelehrten versucht hätten, das Labyrinthos auszuspionieren. Wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen. Auch wenn wir unsere Zugehörigkeit zum Bund nicht offengelegt haben, so sind wir doch unter richtigen Namen eingereist. Unsere Suche nach Antworten hat uns in die Stadt des Wissens geführt. Der Rat der Philosophen sollte ein solches Unterfangen doch sicherlich unterstützen. Natürlich. Niemand in Schalayan wird euch davon abhalten, Wissen zu erlangen. Und doch können wir weder Ort und Zeitpunkt eurer Aktivitäten noch eure Motive außer Acht lassen. Die Weisheit gebietet es, gerade in diesen unruhigen Zeiten nach einem sorgfältig erdachten Plan zu handeln. Und wenn Fremde sich in unsere Pläne einmischen, dann erwartet ihr doch gewiss nicht, dass der Rat tatenlos zusieht. Und was gedenkt ihr nun mit uns zu tun? Wollt ihr uns auf das nächstbeste Schiff verfrachten und zurück nach Eorzea schicken? Ihr werdet euch in einer Dringlichkeitssitzung den Fragen des Rates der Philosophen stellen müssen. Wie mit euch verfahren wird, hängt vom Ergebnis der Konsultationen ab. Wir haben euren Mitstreiter bereits in die Sitzungshalle bringen lassen. Selbst Raha habt ihr abgeführt. Unter welchem Vorwand? Hat er beim Lesen zu laut die Seiten umgeblättert? Er hätte seine Recherche vielleicht nicht eigenmächtig auf verbotene Bibliotheksräume ausweiten sollen. Wir können diese Einladung wohl kaum ausschlagen. Betrachten wir es als Gelegenheit, mit dem Rat der Philosophen direkt zu sprechen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ich empfehle euch dringend, die Anhörung nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Also gut, wir werden euch nun zum Forum begleiten. Folgt uns. Ging es nicht anders. Die Hauptsache ist, dass wir uns dieser Sache nun gemeinsam stellen können. Ich hoffe, deine Recherche in den verbotenen Werken war aufschlussreich. Ich bitte um Ruhe. Nun denn, als Sprecher des Rates erkläre ich die heutige Dringlichkeitssitzung hiermit für eröffnet. Ich gebe das Wort an das Ratsmitglied Fourchenot Levieur. Wenn ihr bitte dem Rat den Sachverhalt darlegen würdet. Wie der verehrte Rat bereits weiß, haben wir kürzlich das Hilfegesuch Eorzeas zurückgewiesen.
Doch es gibt jene, die diese Entscheidung nicht hinnehmen wollen und unsere Anstrengungen auf Schritt und Tritt sabotieren. Sie haben sich als Baldesions Gelehrte Zutritt nach Schalayan verschafft. Doch in Wahrheit handelt es... Diese Gruppierung verfügt über starke Verbindungen zur Eosäischen Allianz und den östlichen Verbänden. Und nun stehen sie hier vor uns, weil wir sie auf frischer Tat bei ihrem Versuch ertappt haben, an geheime Informationen zu kommen. Sie haben unser Land unter falschem Vorwand infiltriert, um sich mit unlauteren Absichten in unsere Staatsangelegenheiten einzumischen. Dies ist eine klare Bedrohung der Interessen Schalayans. Dass du es wagst, den guten Namen der Gelehrten derart zu besudeln. Galf Baldesion würde sich in Grund und Boden schämen. Galuf Baldesion hat sich stets allen Bedrohungen gestellt. Er hat sein Wissen und seine Weisheit jederzeit für das Wohl aller eingesetzt. Wäre er hier, so würde er den Beschluss des Rats ignorieren und nicht nur dem Bund der Morgenröte, sondern allen die Hand reichen, die sich auf diesem Stern der Bedrohung stellen. Für unsere Welt hat die Stunde der Not geschlagen. In tiefstem Respekt und in dem Glauben, gemeinsame Ideale und Ziele zu verfolgen, wandte sich Eorzea an Schalayan. Und was tat Schalayan? Es verweigerte die ausgestreckte Hand. Ist das wirklich die Weisheit Taliaks? Seid ihr mit eurer so uralten, immens wichtigen Aufgabe derart beschäftigt, dass ihr Völkern in Not die Hilfe verweigert? Hast du das denn aufgeschnappt? Direkt von einem Ratsmitglied. Überraschend, was man so alles hört, wenn man die Ohren spitzt. Verstehe. Ich sehe da eine mögliche Verbindung. Denn das passt zu dem, was in den verbotenen Schriften der Bibliothek geschrieben steht. Um die Motive des Rates nachzuvollziehen, habe ich nach den Gründen hinter den größten politischen Entscheidungen gesucht. Wenn man diese Schriften unbefangen betrachtet, dann lassen sich alle Beschlüsse mit der Politik der Nicht-Einmischung und der Suche nach Wissen erklären. Ich selbst habe früher nach genau den gleichen Maximen gehandelt. Aber jetzt, gesegnet mit den Erfahrungen dieser Hände, ergibt sich mir ein anderes Bild. Ich habe erkannt, dass sich die Politik Schalayans zu einem bestimmten Zeitpunkt gewandelt hat. Eine subtile Änderung mit immensen Auswirkungen. Das Sammeln von Wissen war schon immer ein Teil der schalayanischen Lehre. Doch plötzlich wurde es zum einzigen Lebenszweck erhoben. Am deutlichsten war der Wandel im Labyrinthos. Lange diente es als Depot, doch plötzlich flossen erhebliche Mittel in die Ausweitung und Umgestaltung. Aus der schlichten Lagerstätte wurde eine Forschungs- und Archivierungseinrichtung. Besonders fasziniert haben mich Berichte zur Kolonisierung des dravanischen Hinterlands. Damals zog es Studenten aus aller Welt in die Kolonie und jeder von ihnen brachte Beziehungen. Und Gil. Diese neu erlangten Finanzmittel wurden fast ausnahmslos dafür eingesetzt, um im Labyrinthos Archive anzulegen und Lagerkapazitäten auszuweiten.
Schalayans Grundpfeiler ist das stete Sammeln von Wissen. Daher ist das an sich nicht bemerkenswert. Doch die Vehemenz, mit der dieses Ziel auf einmal verfolgt wurde, ließ mich stutzen. Wenn man die Daten der Berichte abgleicht, so erkennt man schnell, wann dieser Wandel stattgefunden hat. Vor etwa 270 Jahren. Das ist doch in etwa die Zeit, in der man sich im dravanischen Hinterland ernsthaft mit dem Sternengrund zu beschäftigen begann. Was wurde damals in Erfahrung gebracht? Das hat doch bestimmt etwas mit dieser wahren Aufgabe zu tun. Oder etwa nicht? Das reicht! Wir... Ja, wir erfüllen einen wichtigen Auftrag. Aber selbst wenn wir all unsere Geheimnisse lüften würden, was würde das ändern? Sollen wir unsere Aufgabe ruhen lassen und stattdessen mit euch in den Krieg ziehen? Wir werden niemals die Waffen erheben. Unsere Pflicht liegt nicht im Kampf, sondern in der Erfüllung dieses einen, alles überragenden Auftrages. Selbst wenn dieses Gestirn vergeht, wir werden es nicht. Nun denn, so sei es. Aber die Morgenröte bleibt standhaft. Bis zum letzten Tag. Bis zum letzten Atemzug. Und doch sind sie unwissend. Vater! Ratsmitglied Fushenu. Ich kann eure Haltung einfach nicht verstehen. Ich gebe zu, ich habe noch keine Antwort auf die Frage gefunden, die ihr mir in Gridania gestellt habt. Aber selbst ich, mit all meinen Fehlern und Zweifeln, habe Freunde, die zu mir halten. Deshalb schreite ich stets voran und überdenke dabei beständig meine Haltung und meine Taten. Ich versuche, alles mit Sinn zu füllen, meine Wünsche und meine Entscheidungen. Danke, ich denke, das reicht. Wir sollten den ursprünglichen Zweck dieser Sitzung nicht aus dem Auge verlieren. Das ist Rektor Monty Shen, der Leiter der Magieakademie und ein Freund meines Großvaters. Ratssitzungen unnötig in die Länge zu ziehen, scheint mir ein Laster, von dem wir uns nicht lösen können. Unsere Zeit ist kostbar. Daher schlage ich vor, dass wir zum eigentlichen Thema zurückkehren. Ich glaube, wir können mit Sicherheit festhalten, dass die Angehörten dem Bund der Morgenröte zugehörig sind. Eine Organisation, die mit den Nationen Eoseas verbündet ist. Und dass sie fest entschlossen sind, sich dieser Bedrohung im Kampf zu stellen. Allerdings vermag ich hier beim besten Willen keine Einmischung in unsere Staatsangelegenheiten zu erkennen. Zumal uns allen bewusst war, dass unsere Position in dieser Sache Fragen und ja, auch Widerspruch hervorrufen würde. Verehrte Freunde, stellen wir uns einmal vor, man würde uns, ohne jegliche Erklärung, die Antwort auf eine derart wichtige Frage verwehren. Wären wir nicht die Ersten, die ihre Nasen in verbotene Bücher stecken würden? Lassen wir doch Nachsicht walten. Schließlich ist niemand zu Schaden gekommen. Ruhe! Ich bitte um Ruhe im Saal.
Die Ausführungen des Ratsmitglieds Monty Shen sind durchaus logisch. Beherzigen wir sie bei unserer Entscheidungsfindung. Bis auf Weiteres haben Baldesions Gelehrte ihre Aktivitäten in Schalayan zu unterbinden. Alle weiteren Nachforschungen bezüglich der Entscheidung des Rates sind zu unterlassen. Sollten diesen Anweisungen nicht Folge geleistet werden, sind die Unterstützer von Baldesions Gelehrten unverzüglich des Landes zu verweisen. Dies ist der Vorschlag, über den der Rat der Philosophen nun zu befinden hat. Wer ihm zustimmt, erhebe nun seine Hand. Ich zähle 51 Stimmen dafür, 48 Stimmen dagegen. Eine knappe Entscheidung. Aber der Vorschlag ist damit angenommen. Nun denn, werte Vertreter von Baldesions Gelehrten und Mitglieder des Bundes der Morgenröte, dies ist die Entscheidung des Rates und ich würde euch empfehlen, sie ernst zu nehmen. Die Dringlichkeitssitzung des Rates der Philosophen ist hiermit beendet.
Willkommen zu Hause. Was guckst du denn so? Ja, ich weiß. Wenn's dir gefällt, soll es mir recht sein. Mir persönlich bedeutet es nichts. Fourchonneau darf nicht erfahren, dass seine Kinder heute zu Besuch waren. Habt ihr verstanden? Keine unbedachten Plaudereien, bitte. Und sorgt doch bitte dafür, dass sie ihre kleine Aufmerksamkeit erhalten. Wie ihr wünscht. Junger Herr, junge Dame, wenn ihr mir nach oben folgen würdet? Wir sind gleich wieder zurück. Die Kinder haben uns hin und wieder einen Brief geschrieben, um uns mitzuteilen, wie es ihnen auf ihren Reisen so ergangen ist. Wobei ich mir natürlich keine Illusionen mache. Die besonders brisanten Episoden haben sie uns sicherlich vorenthalten. Anfangs habe ich mir schon große Sorgen gemacht. Ich konnte nicht viel tun, außer ab und an dem Bund ein paar Gilts übersenden, um für Kost und Logis aufzukommen. Aber offenbar waren meine Sorgen unbegründet. Man merkt aus den Briefen, wie sehr die beiden aufleben und wie begeistert sie sind. Ich habe den Eindruck, dass sie all die Erfahrungen, die sie auf ihren Reisen machen, ehrlich wertschätzen. Die guten wie die schlechten. Besonders dich erwähnen sie immer wieder. Du musst für die beiden sehr wichtig sein. Tatsächlich kann ich mich an keinen einzigen Brief erinnern, in dem dein Name nicht mindestens einmal genannt wurde. Bitte habe auch weiterhin ein wachsames Auge auf meine Kinder, ja? Danke. Also warten wir auf die beiden. Es tut mir leid, dass ich dir keine Tasse Tee anbieten kann. Aber vielleicht kannst du mir ja die Zeit mit ein paar Geschichten von euren gemeinsamen Erlebnissen vertreiben. Wären wir wieder. Ich hatte mich ja gefragt, welche Überraschung uns oben erwarten würde. Aber Mutter, das? Es steht dir ausgezeichnet. Ich hoffe, es gefällt dir. Und wie? Es ist fantastisch. Aber ich hoffe doch sehr, dass wir nicht schon wieder die exakt gleiche Kleidung tragen müssen, oder? Aber natürlich nicht.
Du und Alfino seid doch schließlich schon erwachsen. Wobei ihr als Kinder in der gleichen Tracht unglaublich verzückend aussaht. Aber du hast recht. Inzwischen wäre das wohl zu viel des Guten. Da, sieh selbst. Danke, Mutter. Es passt alles wie angegossen. Schön, dass es dir gefällt, mein Sohn. Zu dem Kostüm gehört übrigens noch etwas. Einen Moment. Wenn ihr kurz entschuldigen würdet. Oh, das ist doch... Ja? Es sind Noliten, die Arbeitswerkzeuge eines Weisen. Diese gehörten deinem Vater. Als junger Student, bevor er seinen Schreibtisch geheiratet hat, war er oft auf Expedition. Mit den Noliten hat er so manchen Unhold vertrieben und sich selbst und seine Begleiter geheilt. Es ist ein elegantes Werkzeug, das mehr kann, als nur Feinde auf Distanz zu halten. Gerade jetzt, wo ihr mit eurem Vater auf Kriegsfuß steht, ist das doch ein guter Zeitpunkt, es aus den staubigen Fängen des Dachbodens zu befreien. Dachte ich zumindest. Und dann noch ein letztes Geschenk. Ein Juwel. Typisch Leveilleur, oder nicht? Er ist nicht leicht zu meistern. Aber ich bin mir sicher, dass du inzwischen erfahren genug bist, um sein Wissen im Handumdrehen zu verinnerlichen. Möge euch die darin enthaltene Weisheit Schutz gewähren. Und vielleicht hilft es, den Graben zwischen euch und eurem Vater zu überwinden, damit ihr bald wieder unbekümmert nach Hause zurückkehren könnt. Ja. Bestimmt. Gut, dann bleiben mir zum Abschied nur noch ein paar Worte des mütterlichen Rates. Fushimo war schon immer sehr ernst und gewissenhaft. Aber er hat sich der Arbeit als Ratsmitglied erst komplett verschrieben, nachdem ihr beide geboren wart. Ich weiß auch nicht, was im Rat der Philosophen vor sich geht, aber ich glaube nicht, dass das Zufall war. Nicht bei eurem Vater. Und noch eine Sache. Glaubt nicht, dass ihr ihn jemals allein mit großen Reden überzeugen könnt. Taten sprechen mehr als 1000 Worte. Handelt erst, bevor ihr mit ihm diskutiert. Dann erübrigen sich so manche Debatten. Danke für alles. Du bist die Beste. Wir sehen uns hoffentlich schon bald wieder. Und bleib gesund. Gute Reise, ihr beiden. Dass ihr mir wohlbehalten zurückkommt.